Guten Morgen. So, Julia ist jetzt auch gekommen. Wir sind jetzt heute hier beim Halbplatz beim zweiten Nachhaltigkeitstag. Genau, und nachher gehen wir noch in den Froschgraben auf den 7. Markt der Möglichkeiten. Auf dem Nachhaltigkeitstag. Ich bin die Anja von Nummer 14. Wir sind oben in der oberen Herrengasse und haben in unserem Ladengeschäft faire und nachhaltige Mode. Und heute haben wir uns gedacht, zeigen wir mal, was man so alles mit Upcycling machen kann und haben aus diversen Materialien von Krawatten bis zu Herrenhemden und Sakkos alles mal ein bisschen umgemodelt und genau, freuen uns, es heute hier zeigen zu können und freuen uns über viele Besucher. Was ist jetzt deine Aufgabe? Und zwar ist hier so ein Bandolino, heißt es. Da kann man, wir sind hier bei der Insektenförderung Region Hohenlohe, richtig? Genau. Und da kann man verschiedene Wildbienen zu ihren Bauten zuordnen. Ich guck mal, ob ich das kann. Und da bist du ja bestimmt Profi drin. Ja, mal gucken. Wildbienen sind gar nicht so einfach, okay, glaube ich. Wir wollen einfach zeigen, was unterschiedliche Bodenbewirtschaftung für Auswirkungen hat, auch am Ende für die Stadt, ja, im Fall von einem Starkniederschlagsereignis. Also wir können hier zwei Dinge messen. Wir können hier zeigen einen oberflächlichen Abfluss, sprich Erosion, was direkt irgendwo in Graben reingeht, aber auch was als innere Erosion, was ins Grundwasser geht, ja. Das zeigen. Ja. Also wir haben jetzt hier schon, was habe ich jetzt drauf, 2 Liter ist Niederschlag von 40 mm. Also ich kann jetzt noch mal 20 drauf lernen. Der Boden ist jetzt langsam gesättigt und ja, man sieht halt, dass es auf dem von hier aus rechten Seite das Wasser sofort durchläuft. Hier wird es auf der bewachsenen Fläche einfach schon mal mechanisch gebremst. Ja, das heißt, auch die Bodenkrümel sind schon mal geschützt vor dieser Energie, die so ein Regentropfen hat. Ja. Meine, wir sind jetzt hier auch an der Wassersättigung. Das Wasser läuft auch durch, aber es läuft langsam durch. Und vor allem, es läuft immer noch nach innen. So, wir sind jetzt mal eine ganze Runde gelaufen und hier gibt es echt wahnsinnig viel. Ja, es gibt viele verschiedene Vereine, Initiativen oder landwirtschaftliche Höfe und Einrichtungen, die so erzählen und zeigen, was sie hier machen. Man ja, kann vieles mitmachen, vieles erfahren. Richtig schön und spannend und das Wetter ist auch perfekt. Wir sind jetzt beim 7. Markt der Möglichkeiten angekommen. Genau, kurz vor dem Froschgraben, am Übergang von Innenstadt zum Froschgraben ist der heute aufgebaut. Genau, und alle, die sich hier informieren möchten über ehrenamtliche Arbeit oder über Vereine, genau, gemeinnützige Organisationen, die können hierher kommen und man kann sich dann hier einfach beraten lassen und informieren. Wir haben verschiedene Institutionen und Vereine der Stadt, die Ehrenamtliche suchen oder sich einfach präsentieren wollen mit ihrer Arbeit. Und darum stehen wir so mitten auf der Straße, wo die Menschen vorbeigehen und bieten alles das an, was wir zu zeigen haben. Und vielleicht findet sich die eine oder der andere oder wie auch immer, der Lust hat auf ein Ehrenamt, auf irgendwie sich zu engagieren oder irgendwo mitzumachen, bei den Theatermachern, bei den Senioren, beim Familienforum, wie auch immer.